Herr Kollege Stadler, bitte. Herr Präsident, ich habe gegen diese Resolution gestimmt. Und zwar nicht, weil ich die Wahlen in Georgien nicht anerkennen würde und die Entwicklung, die es in Georgien gegeben hat, sondern weil man genau diese Resolution und die Wahlen dazu benutzt, um unter den Punkten 18 und 19 in Wahrheit den NATO-Beitritt Georgiens zu unterstützen und zu befördern. Dieses Parlament ist doch kein NATO-Organ. Wie kommen wir dazu, die NATO-Hausaufgaben und die NATO-Verhandlungen über dieses Parlament abzuwickeln? Das ist übrigens genau eine gegenteilige Politik, und da zeigt sich auch der Widerspruch, den dieses Haus hat, dass man einerseits mit Russland eine WTO, ein WTO-Abkommen schließt und andererseits genau im Hinterhof Russlands versucht, die NATO zu platzieren. Das ist nicht Aufgabe dieses Parlaments. Das sage ich als Angehöriger eines neutralen Landes. Dieses Parlament darf sich nicht als NATO-Organ missbrauchen lassen. Danke, Herr Kollege. Frau Ojoland. Thank you, President. This resolution I voted in favor. Ich habe für diese Entschließung gestimmt und